Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht, muss ich tatsächlich sagen. Das heißt, wir haben jetzt genau 12 Uhr und wir sind auf dem PBE-Server mit Qiyana. Das hier ist tatsächlich Battleboss Qiyana. Ich muss sagen, der Skin gefällt mir überhaupt nicht, aber wir werden diesen Champion testen. Ich habe ihn schon kurz ein bisschen angetestet, das heißt, ich kann euch mit Informationen fluten. Das heißt, fangen wir an mit ihrer Q. Na, ihre Q macht erst, sobald der Gegner unter 50% HP ist, zusätzlichen Schaden. Das sind hier 51 plus 14, das ist ziemlich cool. Das macht am ersten getroffenen Ziel mehr Schaden, danach nur 75%. Ich weiß gar nicht, ist sie jetzt ein Nahkämpfer? Nahkämpfer wahrscheinlich. Na, wir spielen gegen Ahri. Ihre W gibt ihr On-Hit-Bonus-Damage. Ja, wir machen das hier mal raus. Es gibt hier On-Hit-Bonus-Damage 8 plus 5, das gilt sogar mit AP. 20% Attack-Speed und 5% Movement-Speed. Ihre E hat eine Fix-Distanz, das heißt, sie springt immer diese Distanz. Ja, das heißt, es ist ein Point-and-Click-Zauber. Ich denke mal, wir werden das meiste sehen. Ich wollte euch nur schon mal so einen kleinen Eindruck geben, damit ihr wisst, so, hey, worum geht's so ein bisschen? Wir können mal hier so eine Q machen, zack. Na, okay, das war... Na, das ist ohne Element sehr unspektakulär. Wir können das aber... Na, wir machen mal zack, na, so ein bisschen zum Wave-Clearen. Ich weiß nicht, wie gut unsere Laning-Phase ist. Es kann sein, dass man vielleicht sogar mit Doran Shield spielen muss. Na, wir können mal gucken, ob wir sie poken können. Aber das Q hat sehr, sehr wenig Reichweite. Ich denke mal, man kann sie im Jungle spielen. Vielleicht, also in der Mitte, vielleicht auch im Jungle. So herum. So, jetzt. Bam. Ja, da war ein bisschen Poke. Jetzt springen wir mal zur Seite. Haben wir allerdings, glaube ich, noch abbekommen. So, das Problem ist, wir haben jetzt das Element Erde eingesammelt. Das Element Erde macht nur unter 50% Damage-Schaden, habe ich ja erklärt. Das heißt, es macht jetzt gar keinen Bonus. Also, es macht Schaden, aber keinen Bonusschaden. Ich kann das Ding hier durchhauen. Da wird aber nicht viel passieren. Ja, das war's. Gibt es irgendein Element? Achso, genau, das Element wird auch danach aufgebraucht. Ja, das heißt, ne, ich habe jetzt ist es weg, quasi. Wir sammeln hier ordentlich Damage ein. Ich denke, unser Plan wird sein, wir spielen ein bisschen safe, versuchen etwas zu farmen und dann gehen wir gleich nochmal shoppen, weil na, wir kriegen ja doch ganz gut auf den Sack hier. Na, ich glaube, wir gehen sogar jetzt straight shoppen. Oh, ich sehe gerade, ich kann den Dash nicht hier benutzen, weil hier ist kein Element, hier würde es nicht funktionieren. Und diese Bonus-Stats, die ich gesagt habe, kriege ich auch nur, wenn ich in der Nähe bin. Ja, ich bin ein bisschen hyped, man merkt es vielleicht so ein bisschen. Wir kaufen uns mal ein Doran-Shield. Das heißt, wenn wir jetzt Erde nehmen, ja, dann leuchtet die Waffe auch. Die leuchtet so ein bisschen, wenn ich an der Nähe einer Wand bin. Ja, das heißt, so ein Inhib zählt auch. Na, hier leuchtet es jetzt, glaube ich, gerade nicht. Oder ist das Leuchten? Ja, wir werden es sehen. Na, gehen wir mal hier unten zur Wand, ne? Das heißt, ne, wir kriegen jetzt hier plus 5% Movement Speed, wir laufen etwas schneller. Ist ganz nett. Sie hat 19 CS, wir haben 15. Ist nicht geil. Also, Laning Phase sieht man, ist, falls sie wirklich ein Midlaner ist, sehr schwierig. Ja, also, es ist nicht geil. Die Range vom Q ist sehr, sehr gering. Wir können jetzt aber einfach mal Gas geben oder machen wir es nicht? Ja, schwierig. Wir böllern das jetzt hier einfach mal durch. Okay. Na, das hat auch wenig Range. Ja, wir hatten da unten Busch und auch Wasser, was wir uns snacken könnten. Allerdings komme ich da gerade A nicht hin. Ah, okay. Wir könnten sie ja anspringen, aber wir müssen erstmal Level 4 machen. Wir machen mal gleich einen kleinen Trade. Wir warten, bis sie ein Spell benutzt und dann traden wir sie. Das ist der Plan. Wir machen hier noch so ein bisschen durch. Zack. So, jetzt sind wir Level 4. Na, Q wird natürlich gemaxt. Sie muss irgendwas benutzen. Dann sehe ich mich drauf. Ja? Mit der E, das Interessante ist, es ist halt eine vorgeschriebene Distanz. Das heißt, wenn wir können genau zu ihr dashen, wir können aber auch hinter ihr dashen. Je nachdem, von wo ich es benutze. Allerdings macht sie gerade überhaupt gar nichts mehr. Ich glaube, sie will mir mein Leben hier möglichst schwierig gestalten, habe ich das Gefühl. Mist. Muss hier echt ein bisschen aufpassen, du. Den nehmen wir mit. Na, Q ist relativ günstig, aber tatsächlich. Die Spells sind alle sehr günstig, sehe ich. Also, die kosten nicht viel. Aber... Na, sie hat natürlich auf jeden Fall Bock. Sie benutzt auch... Okay, Charm ist raus. Sehr gut. So, wir nehmen jetzt uns mal ein Element. Wir nehmen uns das Element Wasser jetzt mal. Ich hoffe, ich habe jetzt Wasser. Sehr gut, jetzt haben wir Wasser. Ich weiß nicht, ob das noch reicht. Drauf da gesprungen und die Q. Okay, die Q haben wir in die Walachei gesammelt. Dodge! Eigentlich sollte ich jetzt warten, weil sie hat ja die Passive gerade ausgelöst. Das heißt, ich mache ja mit meiner Passive über meinen Spells. Egal, scheiß drauf, hier. Zack. Na, kurz eingefroren, ihr seht, das ist nur sehr, sehr kurz. Laning Phase bisher, würde ich sagen, ist wirklich schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Kann also sein, Phase ist natürlich Matchup-bedingt gerade, kann aber auch sein, dass es einfach dann, ne, das ist, ich meine, es tut einfach wirklich weh hier. Sie ist jetzt Level 6, wir müssen übel aufpassen, weil wir können die eh nicht, wir können nicht defensiv wegspringen.
Das kann man lediglich aggressiv spielen, benutzen. Upp. Die Erde eingesammelt. Also ich glaube, den, in der Laning Phase kannst du den Spell wirklich ausschließlich zum Dodgen benutzen. Oder ist er ist schon gut zum Dodgen, denke ich. Na, wenn wir nehmen mal hier, zack, da die Q durch. Okay, das reicht nicht. Oh, ich krieg hier aber auch nix. Minions, ja, wir haben schon ein bisschen. So, jetzt haben wir unsere Ultimate, aber ich weiß nicht, ob wir... Okay, sie intet, cool. Cool, cool, cool. Ich könnte sie ja in den Tower hauen. Ah, ich weiß nicht. Okay, da kommt ein Gank. Okay, Leute, wir gehen shoppen. Wir müssen nochmal shoppen gehen. Wir gehen nochmal für den Shop. Frage ist, welche Items? Wird sie mich abbrechen? Ja, nein, vielleicht? Nein. Also, der Battle Boss Skin gefällt mir überhaupt nicht. Der gefällt mir gar nicht. Wir gehen Draktablade oder Yomus, denke ich. So. Achso, eine Sache noch. Die Windmechanik, die ist nicht so cool, wie ich dachte. Denn wenn ihr die Buschmechanik, Brush Enchantment, ne, es ist ja Wasser, Erde und Busch, das gibt euch 20% Movement Speed, aber sobald ihr angreift, geht es weg. Ich dachte, das wäre so wie Akali, dass ihr in dem Ding angreifen könnt. Aber das ist leider nicht so. Ne, könnt ihr überhaupt nicht. Geht nicht. So, wir sind jetzt so langsam on fire, würde ich sagen. Wir müssen jetzt roam, Leute. Wir werden roam. Und unser Plan, ich werde es schon mal leaken, ist, wir werden den Gegner ehen und dann mit der Ultimate insecken und zu uns hauen. Also zu unserer Lane, in unsere Richtung. Na, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal Botlane. Na, wir haben zwar keine Schuhe, das Ping ist ein bisschen lauter, ich Gefühl. Na, gehen wir mal runter. Macht übrigens 10% Max Life Damage, die Ultimate. Wir können ja auch gucken, vielleicht ist ja der gegnerische Jungler, die Poppy, man weiß leider, ne, ist eine Yumi, ne, warte mal, da ist Master Yi Jungler. Ich weiß nicht, ob ein Dive klug ist, sind wir ehrlich. Na, wir können, es ist gerade keiner Botlane da. Wir können natürlich auch gucken, vielleicht erwischen wir die Ahri auch auf dem falschen Fuß. Was hat sie gekauft? Sie hat einen großen Stab. Ah, ja, aber keine Pots. Das ist, das wäre eigentlich perfekt. Charm ist raus. Das hätte ich dodgen können. So, das war die Ultimate schon. War nicht ganz so spektakulär, aber eigentlich. Naja, ich bin tot. Aber vielleicht krieg ich sie noch. Ich hab, immerhin habe ich sie noch bekommen. Na, es sah nicht ganz so smooth aus, wenn wir ehrlich sind. Aber was ist denn das hier jetzt? Was sind das für Items jetzt hier? Was ist denn das? Kostet 0 Gold ja dann. Nehmen wir das mal mit, würde ich sagen. So, wir kaufen uns mal Schuhe, das. Haben hier so ein... Das kann man sogar aktivieren. Ja, gucken wir mal, was passiert. Spell not found. Geil. Okay, können wir nicht aktivieren. Und nachher kann ich... Deswegen hat hier... Ja, auch alles voll mit dem Müll. Hier ist auch alles dabei. Sehr gut. Ne? PB, man kennt's. Also. Problem bei der Ultimate natürlich gerade war... Das Ding macht Schaden, wenn es durch Zonen durchgeht. Das heißt, durch Wand, durch Busch. Das heißt, hier in der Lane kann ich mit der Ult überhaupt nichts machen. Das ist unglaublich schwierig, wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken. So, Protobelt. Ach, schade. Also, das ist wirklich unglaublich schwierig. Und Wave Clear ist auch nicht so geil, wie ich dachte. Das heißt, ich glaube, wir brauchen wirklich einen Tiamat, oder? Komm schon. Ah, geht nicht, RIP. Alter, ich bin gleich tot. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße, Leute. Also, das ist doch scheiße. Ugh. Geh weg. Gehen Sie bitte fort. Also, weiß ich nicht. Ich freue mich. Ich würde mich ja wirklich über einen Midlane-Assassin freuen. Aber gerade fühlt sich das echt nicht so gut an, du, Leute. Ich meine, ihr seht ja, wie es mir geht. Ich meine, er tryhardet natürlich jetzt auch, weil er mir meinen Tag hier ruinieren will mit meinem Champion. Aber. Na, hier nochmal eine Q durchgeböllert. Oh nice, sie hat Dings benutzt, aber ich kann hier mit der Ult halt, ich müsste sie halt an die Wand knocken, damit das funktioniert. Ne? Mir fehlt halt auch so ein bisschen Life-Rack oder so. Ich habe halt nichts zum Heilen, so, ne? Viele Champs haben ja noch so ein bisschen Sustain, gerade Assassinen, ne? Talon Q, Rengar W. Ja, das war's schon, ne? Ne, Kha'Zix W, also so ein paar Assassinen haben so ein bisschen hier. Akali hat, ja, hatte mal, wurde jetzt geändert. Okay, da kommt ein Gang. Ne, Charm ist raus. So, wir drücken E. Wir drücken jetzt einfach E. Wobei, okay. Ne? Sie hat immer einen Flash raus. Sie hat auch nicht mehr ganz so viel Mana. Vielleicht fighten wir sie jetzt einfach mal. Frage ist, was maximal als zweites? Das hier ist On-Hit Damage. Das hier. Wir nehmen die E. Ich denke, das macht schon Sinn. Wobei, W. Müssen wir gucken, ob der Cooldown geringer wird, weil. Dann könnte ich, einmal hier durch. Ich glaube, Tiamat brauchen wir, Leute. Wir brauchen sonst ewig. Gehen wir mal Botlane. Damit wir öfter die Form wechseln können. Weil jedes Mal, wenn wir unsere Q benutzen, geht ja unsere Form weg. Ne? Wir nehmen jetzt mal... Ja, Wand mit, würde ich schon sagen. So, ich bin da, Leute. Können wir irgendwas machen? Okay, den hauen wir jetzt erstmal an die Wand, drücken Q und machen einfach, haben einfach alles gedrückt. Der ist tot. Das ist okay. Das war okay. Na, wenn der Gegner an die Wand genockt wird, dann kriege ich ja 204 Schaden.
und nochmal 10% Max Life Damage und eine Sekunde Stun. War nicht verkehrt. So, wie machen wir das? Wir dodgen das und drücken jetzt E. Drücken jetzt die Q. Das war die Erde-Q leider. Und drücken Protobelt. Kappa. Kappa, 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 Kappa. Ich glaube, Mordekaiser kommt Midlane. Hier nochmal durchgecued. Sollen wir wirklich jetzt einen Tiamat getten, Leute? Und ich glaube, wir müssen halt choppen, sonst die killt mich. Die hat da noch Ult, oder? Wir gehen mal im Choppen. Na, zack. Mitgenommen. Da muss man echt drauf achten, Leute. Wenn der Gegner über 50% HP hat, dürft ihr nicht die Erde nehmen. Wenn halt nichts in der Nähe ist. Na, wenn du jetzt hier stehst, okay. Na, wenn du so ein bisschen in die Nähe springst, vielleicht reicht das, ja. Ist halt manchmal auch ein bisschen Glück, was du ankriegst wahrscheinlich. Ja, komm weg damit. Zack. Guck mal, er ist richtig mad. Keep sucking, Kuyana. Ne, es gibt tatsächlich, für alle, die das nicht wissen, auf dem PB, es gibt folgende Leute. Es gibt zwei verschiedene, es gibt drei verschiedene. Es gibt die, die einfach schlecht sind und inten. Es gibt die, die sagen, hey, ich habe den Champ nicht bekommen, bin aber trotzdem ins Game gekommen, weil kein anderer gedodged hat und ich darauf gehofft habe, dass jemand dodgt. Und, ja, geh einfach AFK, weil ich keinen Bock habe auf das Spiel. Und dann gibt es die Leute, die sagen, okay, hey, ich habe den Champion nicht bekommen und ich werde aber dem, der den Champion bekommen hat, den Tag komplett ruinieren. Ne? Deswegen spielt die Ahri gerade, wenn ihr Gameplays woanders seht, Leute. Da werden die Gegner nicht so tryhard und da werden die Qiyanas 10-0 gehen nach ein paar Sekunden. Aber diese Ahri, die spielt wie im, keine Ahnung, super High Rank. Giga High Rank, Challenger Smurf. Die hat richtig Bock, die will mir richtig den Tag ruinieren. Und das finde ich gut. So merkt man, hey, ne? Man hat richtig hier Bock. Das Problem ist, wir haben noch keine Ult und die pushen da unten. Die sind auch zwei Level unter mir, aber wir können sie in die Wave. Wir nehmen erstmal Wand mit. So, weil da böllern wir jetzt direkt die Ultimate. Den böllern wir jetzt. Ja, dann böllern wir erstmal die an die Wand. Drücken Q. Drücken E. Okay, die. Also, holy shit, die ist komplett explodiert. Also, es war auch überhaupt nicht flüssig, weil ich so irgendwie so überlegt habe, was ich mache. Aber die ist ja komplett explodiert. Ich meine, wir müssen fair sein. Sie ist zwei Level unter mir und sie ist out. Okay, das tut weh. Können wir ja weg. B into E into Autotech Q. Aber okay, das passt. Schön, 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 schön. Jetzt drücken wir nochmal W. W into Q. Okay, und das... Na, ignite, ignite, ignite. E, E, Fre. Schön. Geil. Das ist cool. So, wir gucken uns nochmal ihre Sachen an. So, erstmal machen wir Draktarblade. Oder sollen wir Yomus? Yomus machen. Ich glaube, ganz ehrlich, Leute, wir machen Yomus. Weil auf Assassinen gilt, wenn ihr fett seid, geht ihr Yomus. Wenn ihr seid in der Mitte spielt, Yomus. Und ihr seid... Wenn ihr... Ihr habt eh genug Schaden. Ihr müsst nur an den Gegner ran. So, lasst uns schauen, Leute. W, der On-Hit-Damage wird höher. Doppelt so, ist ziemlich cool. Und Movement-Speed von 5% auf 6%. Also kein Cooldown. Das heißt, wir können auf jeden Fall die E maxen. Wir haben jetzt Yomus fertig. Das ist ziemlich cool. Tiamat ist immer noch die Frage, ob wir den brauchen. Ich glaube echt, wir brauchen Tiamat. Weil... Ja, das ist sonst ein bisschen schwierig. Wir können ja mal Top-Lane gehen, Leute. Oder sollen wir... Wir gehen dann mal... Nee, Platte hat sich erledigt. Gehen wir mal Top-Lane gehen. Wir haben zwar keine Ult, aber da sehe ich mich. So, wir können mit der E... Nicht über Wände, aber mit der W. Sehr gut. Ja, da haben mich ja auch ganz viele geflamed. Hey, Tobi, das ist die W, womit die über die Wand geht. Aber es ging ja mir nicht darum, dass sie über eine Wand kann. Das wusste ich ja. Es ging darum, dass da Steine geflogen sind. Und es sah halt also aus, so... Ja, wenn da Steine fliegen, dann muss ja irgendwas kaputt gehen. Also vielleicht die Wand, ne? Das war ja die Idee. So. Das Problem ist, gegen Ahri, wir müssen halt die Ultimate sehr delayen, weil, wenn ich sie nicht treffe, weil sie dodgen, zackt das halt, ne? Wir lassen sie erstmal gehen. Denke ich, weil Master hier ist hier in der Nähe. Wir pushen erstmal durch. Was nehmen wir für ein Element? Ich würde sagen, wir nehmen als... Das Beste, was wir machen können, ist Wasser. So, und jetzt machen wir Yomus an. Laufen auf sie zu, stunnen sie und dann machen wir die Ultimate, würde ich sagen. Jetzt. Gestunnt, an die Wand und... Und... Q! Ja, okay, und jetzt müssen wir... Jetzt machen wir so. Okay, nee. Also, ja, also... Okay, Master E-Gameplay on point. Ich wollte, was ich geplant hatte, ist so hier, aber da wäre ich auch nicht durchgekommen. Ich war, nee, also, ne? Und er schreibt jetzt Kiana so weak. Da sieht man, er ist sehr gesalzen, ne? Das Salz ist vorhanden. Er wurde quasi von mir zerstört und er schreibt so weak, ne? So, was brauchen wir für Schuhe? Ich hätte gesagt Ninja Tavis, vielleicht aber auch Mercury's, weiß ich nicht. Wir gehen, wenn ich immer so an dem Punkt bin, wo ich nicht weiß, welche Schuhe ich mir kaufe, dann kaufe ich mir gar keine. Hey, erst guck mal, wie gesalzen er ist. Naja, er flammt mich jetzt, klar. Nee, ich meine, ich habe hier schon ziemlich viel Damage gemacht. Das war halt nicht so instant flüssig, weil ich gewartet habe so ein bisschen, weil ich wollte ja auch gucken, ob ich,
Ne, ich wollte ja gucken, dass ich hier, wir müssen das benutzen, damit wir mal, ne, damit ich die Ult treffe auf jeden Fall. So, wir könnten jetzt, wir machen erstmal das hier, Q durch, zack, schön. Springen wir wieder hin. Unsere Ult macht jetzt ganz, boah, die skaliert richtig gut mit der D, Leute. Plus 211, die skaliert mehr, als es macht. Ja, Saramoi. Ich sag da auch mal ganz gerne Saramoi. So, was machen wir? Wir haben keine Ult. Okay, da kommt ein Engage. Ich weiß ja nicht. Okay, Rengar kommt. Oh ja. Fre. Ja, das ist okay. Ich muss sagen, ich bin aktuell wirklich noch ein bisschen langsam im Gehirn. Ich muss überlegen, was mache ich, ne? Klar, man kann auch einfach alle Knöpfe drücken, aber ich versuche es halt ein bisschen mit Gehirn. So, wir nehmen jetzt Wasser. Weil jetzt laufen wir die ganze Zeit schneller im Wasser. Okay, den Toplane gekillt. Scheiße. Nevermind. Dann. Vielleicht kommt er hier deren. Oh, Masse, ich weiß nicht. Ich glaube, Masse bringt mich um, aber. Okay, Masse ist auch da. Ja, wir getten uns mal eben den hier. So, gefreezed. Jetzt können wir Erde gleich an seinen Kopf drauf kloppen. Jetzt. Brä. 465 kritisch. Geil. Very geil. Und nochmal kritisch. Na, Cooldown mittlerweile auf 4 Sekunden und wir haben gerade mal 20%. Da geht noch was. So, ich denke, Wasser ist overall das Beste. Ja, klar. Ne, wenn der Gegner wenig AP hat, dann natürlich Erde. Aber wenn nicht, dann nicht, ne? Wenn dann... Ich nehme gleich mal Wind, damit ihr das seht. Aber ich glaube, Wind ist wirklich nur gut, wenn du escapen möchtest, wenn ich ehrlich bin. Na, ich nehme mal jetzt hier mal Busch mit. Busch, zack. Da unten gehen wir mal. Ich zeige euch jetzt mal Busch. So, Jung ist angemacht. Hingeät. Gecued. Da, wir sind jetzt unsichtbar. Seht ihr das? Wir sind jetzt unsichtbar. So, wir machen jetzt... W into. Wir machen einfach die. Okay, das war überhaupt nichts. Aber das zumindest. Oh lol, stimmt, sie ist auch noch da. Völlig vergessen. Ja. Gefährlich. Okay, wir haben wenig AP. Ich würde mich hier noch sehen. Die Frage ist, was nehmen wir? Busch. So. Die Frage ist. Ich gehe dafür, weil dafür ist der Champ gemacht. Oh, die hätte ich auf jeden Fall gehabt, wenn. 3-2-3-2-3-2-3-2. Ja, das ist okay. Und nochmal eine Q. Und. Und komm schon, Mama Mia. Oh. Also, es macht auf jeden Fall Spaß. Es fühlt sich nicht gigabroken an. Dadurch, dass ich, ach, ne, ich wiederhole mir, ich brauche es nicht. Aber, also, es, ja, so, ne? Guck, die E geht auch auf Minions, das ist cool. Laning Phase, absolute Katastrophe. Schlimmer als bei Akali. Mit Akalis Laning Phase, finde ich, ist, ja, es, eigentlich, es kommt drauf an, ne? Es kommt echt drauf an. So, jetzt haben wir direkt Tablade. Jetzt explodieren Gegner, Leute. Wir kaufen uns noch ein Schwert. So, E haben wir ordentlich Punkte drin. Q hat Cooldown von 3,5. Wir packen da nochmal 10% drauf, dann kommen wir auf 3 Sekunden. 3 Sekunden. Also die beste Combo ist, glaube ich, E hinter das gegnerische Ziel, dann die Ultimate irgendwie an der Wand und Q hinterher. Allerdings, wenn wir die Q früher benutzen könnten, also ich meine, das ist die beste Möglichkeit, die Ultimate zu benutzen. Na, da können wir früh... eine sichere Ultimate benutzt, weil wir hinter dem Gegner sind. Aber noch besser wäre eigentlich sogar das Q sehr, sehr früh zu benutzen, damit wir zwei Qs haben. So, wir nehmen erstmal wieder Wasser mit. So, Wasser ist da. Wir haben noch keine Ult. Wir springen. Wir warten. Okay, sie ist hier. Kann ich? Okay, ja, okay. Da kann ich nicht viel machen. Wir nehmen noch Wasser mit. Den würde ich gerne fighten. So, E, Q an die Wand. Ja, okay, nee, also ja, okay, es war greedy. Es war giga greedy. Jetzt kommt irgend so ein dummer Kommentar von Ari, so bla, das war dumm. Sind wir ehrlich, das war dumm. Nee, der ist auch, er ist schon ein bisschen tanky und er ist halt, es war halt zwei Gegner, ne? Hier 400 Damage, hier, guck mal, sie hat mehr Damage gemacht an mir. Da haben wir ein bisschen overextended, aber es gehört ja auch dazu. Ja. Ich weiß halt noch nicht, wie wir wirklich Busch einsetzen sollen. Es gibt uns 20% Movement Speed. Es gibt zwei nützliche Sachen. Zum Escapen, das ist das Nützlichste. Man kriegt viel Movement Speed, kann wegrennen, ist unsichtbar. Oder um aufs Spell zu warten. Hier unten zum Beispiel, das war so eine Situation. Oh, ich lebe schon wieder. Wenn du halt auf, wenn du nichts ready hast, den Gegner töten möchtest, zum Beispiel auf die Q warten. Ne? Du machst die Q, sie hält 3,5 Sekunden. Genauso lange, wie wir Cooldown haben, wenn wir jetzt noch 10% drauf haben. Das heißt, wir sind später sogar bei 40% länger unsichtbar, als wir Cooldown haben. Ich meine, ein Frame bringt nichts und Erde muss der Gegner halt tief genug sein. Erstmal so, da kommt wieder Yumi und Varus. Da würde ich gerne battlen. Eigentlich habe ich. Okay, die kommen alle hier. Vielleicht gehen wir mal auf eine Sideline. Ich habe nämlich keinen Bock auf die. So, wir nehmen erstmal wieder Wasser mit. Oh lol, guck mal, ich habe von da oben Wasser gezogen, Leute. Cool. Da ist Master Yi, aber ohne Witz, der killt mich. Ich nehme das aber natürlich trotzdem an, das Angebot.
Wir springen jetzt einfach über die Wand und hauen den. Wir springen hinter ihn und hauen ihn dann an die Wand. Mal gucken, ob das klappt. So. Later! Ja, cool. Ich hatte kurz Angst. Also eigentlich wollte ich nicht direkt ulten, aber ich glaube, ich hatte einfach den Überraschungsmoment. Weil hätte ich geultet und er macht in dem Moment Q, dann wäre halt GG gewesen. So, da sehe ich mich. Wir nehmen das Ding weg, machen so, machen. Mama, Mama, Mia, Mama. Okay, also fucking hell, Alter. Ich konnte überhaupt nicht bewegen. War ich. Ne, es war nur die Yomi-Ult, oder? Ich konnte mich einfach überhaupt nicht bewegen. Aber das ist schon wieder cool. Wir brauchen auf jeden Fall Mercurys. Mercurys für ein bisschen CT. Damit hätte sich das auf jeden Fall erledigt. So, jetzt Black Cleaver. Wollen wir Black Cleaver? Also, ich denke, CDR ist halt giga wichtig. Was heißt giga wichtig? Wir haben ihn komplett aus dem Leben ge-one-shottet gerade. Ich weiß nicht. Wir müssen aber auch berücksichtigen, wir sind echt fett, ne? Aber die Ultimate macht super viel Schaden. Q macht ordentlich Damage. Ja, ich weiß nicht. Aber ich denke, wir wollen ja auf jeden Fall die 40% CD ausprobieren. Ich habe auch übrigens hier absoluter Focus Gathering Stone. Das heißt, wir kommen auf 300 AD bald. Das ist schon nicht schlecht. Nehmen jetzt hier wieder Erde mit, ne? Gehen hier. Okay, da bin ich. Ich bin dabei. Wir geben ihm jetzt direkt hier auf den Sack hier. Guck mal, er will da abkauen. So, E into Frengo. Das waren keine Ahnung wie viel Schaden. Hab's leider wirklich nicht gesehen. Ich finde die Q täuscht immer. Das ist immer wie so ein Shiroki, wie das Ding heißt von Sivir da. Ricochet. Ne, aber es kommt nicht zurück und es fliegt nicht so weit. So, wir haben Ultimate. Am liebsten würde ich den Varus jetzt alleine im Fluss catchen. Wir nehmen mal Wasser mit. Den nehme ich mir. Also, Hater würden sagen, jetzt schön, Unsichtbarkeit. Wo ist meine Unsichtbarkeit? Ich dachte, ich hätte Unsichtbarkeit. Ja, okay. Nee. Hater würden sagen, AD-Carries hassen diesen Champion. Also, Varus geht's nicht gut, sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich, dem geht, also... Man hat aber Counterplay. Man kann, also, natürlich weiß überhaupt niemand, wie der Champion Skill gerade funktioniert, ne? Außer ich. Ich weiß es, niemand anders sonst weiß es hier. Also, du kannst halt schon... Du musst nur die Ultimate irgendwie dodgen. Die ist dodgebar, sind wir ehrlich, die ist dodgebar. Ja. Natürlich muss. Man kann als Kerner natürlich die auch so ein bisschen delayen, aber. Oh shit, ich inter. Jetzt brauche ich Busch, aber es gibt keinen Busch. Okay, sehr gut. Wie viel brauchen wir für Black Cleaver? Wir nehmen mal. Ich glaube, Wasser ist wirklich das Beste. So overall. Wobei jetzt zum Beispiel wäre Erde cool, weil wir dann schneller laufen würden und Bonus Damage haben. Jetzt haben wir den Bonus Damage nicht. Wir haben auch keine Ultimate, wir haben nichts. Wir sind ein armes Würstchen. Wir sind ein armes Würstchen. Nehmen wir wieder Erde mit. Zack. Wie viel brauchen wir für Black Cleaver? Noch zu viel, glaube ich. 2,250. Ich glaube, die machen gerade hier irgendwie den Ding hier, oder? Naja, okay. Dann nehmen wir wieder Wasser mit. Man kann ja ständig wechseln. 30 Mana ist ja geschenkt. Okay, da kommt Ahri, Leute. Wir haben Ult. Scheiße, okay, jetzt wurde ich gespottet. Jetzt geht's los, Leute. Mordekaiser ist, glaube ich, very hard. Ich würde erstmal Escape Mode. Oh, da kommt ein Varus. Da kommt ein Varus. Eigentlich kommt auch irgendwo ein Master Yi, ja? So, ich bin dabei. Ich würde sagen, wir gehen da rein mit E und böllern einfach die Ult hier so hin. Na, ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Hier ist eine Q. Ich glaube, wir haben ein Problem. Hätte ich gesagt. So, okay, wir müssen jetzt erstmal kurz klarkommen auf unser Leben. Jetzt hätte ich Busch nehmen sollen. Das wäre cool gewesen. Aber wir machen mal schnell, damit wir Busch kriegen. Wollen wir Busch? Weiß nicht. Ja, nee. Also man merkt hier gewisse Probleme und mein komplettes Team ist am Enden. Das ist nicht so gut gerade. Jetzt könnte man es so machen, ne? So. Dann können wir nochmal so machen. Das ist ganz nett. Aber der Skin ohne Witz, der ist scheiße. Sind wir ehrlich, Leute? Der ist scheiße. Da würde ich lieber den Standard-Skin nehmen. Mein Ult war jetzt gerade auch nicht so cool, muss man sagen. Hat nicht so reingeböllert. Muss man akzeptieren. War nicht so geil. Mir fehlt auch noch ein bisschen Geld. Mordekaiser carried gerade, hätte ich gesagt, oder? Mordekaiser geht übel durch. Ah, wobei... Hakan, geh mal Tank. Er spielt halt Infinity Edge Nasus. Ich will das gewinnen. Ne? So. Das machen wir. Das machen wir. Kriegen wir Black Cleaver zusammen? Ich glaube nicht. 950. Na, so. Yomos ist ready. Wir haben leider noch keine Ultimate. Also man kann es auf jeden Fall nicht einfach so benutzen. Das geht nicht. Man muss schon... Ne? Also man kann nicht einfach dashen. Also man hat auch gewisse Schwächen so ein bisschen. Also es ist nicht so flüssig, wie man immer denkt. Finde ich aber cool.
Na, ist absolut ein Feind auf dem Black Leaders Video. So, Cooldown ist auf jeden Fall fein. Zack. Cooldown ist jetzt bei 3 Sekunden. Die W hat 4,2 und die E hat 4,8. Also alles sehr, sehr gering. Ultimate bei 72, da geht ja nochmal einer runter. Alles sehr, sehr gering auf jeden Fall. Was machen wir? Ich würde jetzt sagen, wir nehmen erstmal Busch. Fre. Enemy Rampage. Da ist Yumi mit dran. Das ist nicht so gut. Wird die jetzt eigentlich mit in die andere Zone genommen mittlerweile oder nicht? Okay, da ist Master Yi. Können wir da was machen, Leute, oder nicht so? Ich nehme mal schnell jetzt Erde. Wir müssen jetzt hier böllern. Komm. Kommt, Leute. Go, go, go. Und an die Wand. Tango. Oh, ich habe sie auch gegettet, Leute. Da komme ich leider. Oh, doch, das hat getroffen. Ja, Sachamoi. Also, ja, das war ein schöner Display of Skills. Weißt doch, ihre Ult. Display of Talent. Das war richtig Display of Talent. Ja, schön, cool. Das war nice. Also, die Ult, ohne Witz, das böllert wie Sau. Klar, ich bin fett. Müssen wir berücksichtigen. Aber das knallt wie sonst was, Leute. Wie geschnitten Brot. Und das ist die Q, die geht locker weiter, wenn man ein Element hat. Oder sehe ich das verkehrt? Da unten war noch irgendwo Varos. Den würde ich gerne. Varos der Grieche. Den würde ich gerne nochmal zeigen, wo hier der Hammer hängt. Wir müssen Level 16 auch werden. Fight Leader gerade? Oh ja. Jetzt nehmen wir uns Erde mit. Machen so. Zack. Wir könnten natürlich jetzt warten, bis Masi kommt. Aber ich glaube, ohne Ult killt er mich. So, Wasser. Zack. Schön. Vielleicht, ich weiß nicht, Mordekai ist es, wir müssen es mal versuchen, aber ich glaube, er ist richtig beefy. Da ist er. Mit Yumi dabei. Ja, let's go. Wir probieren es mal. Da kommt ja mein Team, kommt auch. Wir gehen von hinten ran, machen jetzt einfach Q, nehmen Erde mit, machen E und drücken Q. Das war cool. Guck mal, die ist auch noch da. Wir machen jetzt W into Q. Fred. Na, das hätte getroffen, aber es passt. Na, also es gibt, ne, also im Prinzip kann man sagen, so früh wie möglich mal Q benutzen. Das ist an sich cool, damit man es richtig schnell wieder ready hat. Wir gehen mal im Shell shoppen. Wir haben Ultimate. Ah, 14-4-4, Leute. Welcome, welcome, welcome. Das ist schön, schön, schön. Welcome, schmelcome. Was kaufen wir? Ich hätte gesagt, Death's Dance, allerdings schon 40% CD. Gibt es noch irgendwas, was Sinn macht? Heal Reduce, vielleicht gegen den, aber auch. Irgendwas. Ja, komm, wir machen Death's Dance. Dann haben wir. Okay, ah, wäre auch cool, aber machen wir Death's Dance. Klar, CD ist overwasted, aber so sind wir ein bisschen tankiger und können uns heilen. Vor allem mit Ravenous Hunter zusammen. Böllert das schon ordentlich. Also, es macht übel Spaß. Ich muss sagen, ich hatte schon länger nicht mehr so viel Spaß. An einem Champ. Also es bockt. Auch wenn es sich ein bisschen komisch anfühlt. Hier und da, so ein bisschen. So, wir gehen jetzt Varos töten. Da sehe ich mich komplett. Wir versuchen, glaube ich, diesmal nicht direkt die Ultimate zu machen, sondern wir springen mit der E. Also die E muss man immer am Anfang benutzen. Das ist einfach der Key. Weil, außer der Gegner läuft in dich rein im Busch oder so, klar. Aber sonst, der hat mich bestimmt gesehen, der Varos. Oh, lol, hat er nicht. Oh mein Gott. So, wir nehmen mit Wasser. Oh, Master Yi. Okay, das war Int, aber vielleicht. Okay, oh mein Gott, ich lebe. Okay, ich werde fast da hochgeflasht. Man merkt, dass es die Ult. Ich glaube, wir haben sie überhaupt nicht getroffen, ne? Also. Und sie macht auch wirklich nur Schaden, wenn irgendwas davon ausgelöst wird. Das ist jetzt nicht so gut. Na, ist auch wieder tot. Na. Ich glaube, Master Yi und Morde, die werden noch echt ekelig werden. Der ist auch tot. RIP. RIP. Ja, Karma, die böllert noch ordentlich, aber das wird nichts. Sie ist auch tot. Schafft ihr das? Nee, schafft ihr nicht. Das war's. Das war's komplett. Ah! Oh. Yo, Master Yi, ich liebe diesen Champion. Ich liebe einfach Master Yi. Naja, wir haben die Ult nicht getroffen. Tot. Einfach tot. Ich denke, wenn du Qiyana CCs. Klar, ich meine, bei Assassin's ist das immer so, aber ich glaube, Qiyana fehlt. Ja, okay, du kannst Busch mitnehmen für Unsichtbarkeit, klar, ne? Ist auch nicht, ne? Ne, man sollte jetzt nicht zu voreilig handeln, aber. Ne, bei Talon als Beispiel machst du halt Ultimate. Bei Zed hast du eine Ultimate zum Zurückspringen und hier und da. Du hast halt überall so ein paar Sachen. Und bei Qiyana, klar, du hast den Busch, aber du musst auch einen Busch in der Nähe haben und dafür gibst du dann andere Sachen weg, ne? Aber wahrscheinlich ist Busch schon das Beste, denke ich mal. Ne, das machen wir nicht. Ja, das Yumi ist halt leider auch permanent bei dem Boy. Das ist auch ein bisschen scheiße. Okay, das wollte ich. Ich wollte eigentlich auch Wasser haben, aber auch eigentlich da drüber kommen, beides. Okay, Ari kommt schon wieder, weil die wissen, dass ich hier bin. Aber. Okay, die ist auf jeden Fall RIP. Jetzt müssen wir nur hier weg.
Okay, die hat auf jeden Fall Bock. Die kommt, oder? Die kommt, glaube ich, oder? Oh, da kommen noch mehrere. Geht weg! Lass mich in Frieden. Aber wir laufen hier an der Wand auch schneller, Leute. Das ist cool. Na, wir laufen mittlerweile 7,5%. Wir sind ordentlich schnell. Wir hauen erstmal ab. Wir gehen erstmal shoppen. Na, ich hoffe, mein Team intet jetzt nicht zwar. Das wäre very good. Hakan ist leider very useless, glaube ich, oder? Oh, der Gadget. Nee, das passt. Stimmt, aber... Oh, komm! Kritti! Ah, schade. Schade, schade, schade. Okay, wir sind aber wieder on fire. Ich muss mein Team hier komplett 1v9 carryen, Leute. Die machen leider gar nicht so richtig mit. Das, aber ich glaube, die Gegner tryen auch wirklich heftig hart, ne? Die wollen halt... Das ist halt wirklich ein heftigeres Spiel, als du ranked normalerweise sonst hättest wahrscheinlich. Weil die richtig Bock haben, die Gegner. Also was nehmen wir mit? Jetzt zum Beispiel, ich kann nur Erde mitnehmen, ne? Nur Erde. Mehr geht hier nicht. Und Wave Clear ist jetzt auch nicht so geil, hätte ich gesagt. Wir können sie aber töten, oder? Hätte ich gesagt. Komm schon! Ah, sie hat sie mir geklaut! Fuck this! Sie hat sie mir geklaut! Och Mensch, Alter, morde du altes Stück! Oh Mann! Alter, morde! Why you do this? Das ist ja richtig eklig. Alter, Mord, das ist so eine Maschine, ey. Der ist so big. 10, 6, den kriegst du nicht mehr kaputt, den Ball. Baron haben die auch. GG. GG. So, wir wollen mit Death Dance hier. 1, 5, 5. Der stimmt leider auch wieder. Absolute Maschine. Riesenrüstung. RIP. Also, ich glaube, die Chancen, dieses Game zu gewinnen, werden schwierig werden. Aber ich hab Bock. Bock ist da. Wir müssen gucken, dass wir jemanden catchen. Tötet ihn, Master Yi! Tötet ihn! Oh nein! Oh, dieser Champion, ey. Dieser Champion. Kann ich auch mal wieder leben, bitte? Dieser Champion, ich glaub's nicht, ey. Fra! Na? GG. GG. Ja, ich denke, Tiamat sollten wir nächstes Mal dann getten. Falls wir nochmal Qiyana dann irgendwann spielen. Na hier, das E macht ja auch keinen AOE-Schaden. Na, guck mal, wie lange sonst man hier dafür braucht. So. So. Na, vielleicht ist sie auch generell, vielleicht stellt sich auch raus, dass sie eher so ein Jungler wird. Sollen wir den mal fighten? Oh, shit. Okay, die haben wir auf jeden Fall weggeladert. Die Frage ist, kommen wir hier weg? Passt auf. Okay, nee, das war nix. Ich wollte durch ihn durch und dann nach hinten springen, aber... Ja, scheiße. Ne, aber also Schaden ist da, Leute. Schaden ist definitiv im Haus. Also wir haben jetzt komplett einfach die Ari gewone-shottet. Einfach komplett weg. Ist hier Mordekaiser schon wieder? Wen hat denn der geklaut? Nasus, RIP. RIP. RIP, 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 RIP. Ja, den kriegst du auch nicht mehr tot. 3 Sekunden bin ich nur tot, leider. Da habt ihr schon mal ein bisschen, ne, Einblick, wie Mordekaiser wird, Leute. Ne, wenn ihr Bock habt, Elo zu machen, nehmt Mordekaiser. Scheint gut zu funktionieren. Wobei, das sage ich jetzt nicht. Ne. Vielleicht wird das, stellt sich auch raus, dass er komplett zackt, ne? Weil man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, man weiß ja nicht, man weiß ja nicht. Wie viel Stacks hat er? 768. Das geht eigentlich, oder? Ja, das wird nichts, glaube ich. Ich bin unterwegs, Leute. Was können wir machen? Welches Item? Ich glaube GA, oder? Oder Hextrinker? Ich bin da, bin... Erde. Ich brauche halt Ultimate. Ansonsten kannst du es voll vergessen mit dem da. Q. Ja, also das Problem ist, dass ich werde den jetzt insecken, Leute. Passt auf. Wir hauen den jetzt an den Turm ran. Und... Oh, ich hab's versucht. Okay, also, ne, es ist gar nicht so einfach. Ich bin locker. Er braucht halt nur weggehen. So einfach ist mit der Ult gar nicht. Und wenn ich ihn nur nach hinten puste, mache ich halt keinen Schaden damit. Ich finde das aber gut, dass das passiert ist. Finde ich wirklich sehr gut. Dadurch... Oh, Leute. Dadurch sieht man einfach Stärken, Schwächen und so weiter, ne? Finde ich wirklich gut. Problem ist, wir haben jetzt leider verloren, vor allem, weil ich kein Ultimate habe. Der Boy rastet auch komplett aus. RIP. Ja, das war's. Ich denke mal, das war's leider. Oder? Gewinnen wir das? Nee. Nee, nee, nee. Trotzdem Fazit zu dem Champion. Fazit. Also erstmal hat der unglaublich viel Spaß gemacht. Fand ich sehr, sehr gut. Dass mein Team intet, das kann man ja jetzt nicht dem Champion ankreiden, so ehrlich. Damage ist definitiv da. Klar, wir waren fett, das müssen wir berücksichtigen. Man muss halt gucken, wie das wäre, wenn wir 2-2 gewesen wären oder 0-0. Damage, wenn du fett bist, was beim Assassinen oft so ist, ist definitiv da. Allerdings ist es manchmal schwierig, die Combo anzubringen. Du kannst nicht einfach durch den Gegner durchgehen und ulten. Bei Akali als Beispiel wird der Gegner gestunt. Das heißt... Am besten wäre es wirklich, wenn man sich Eis schnappt,
auf den Gegner zu dashen, also Wasser, auf den Gegner zu dashen, ihn einfrieren, damit man das Q auch schön früh benutzt hat, dann die Ultimate und dann wieder Element nehmen und wieder dann zum Beispiel Erde nehmen und dann mit der Q draufballern. Problem nur ist ganz klar, hier in der Basis ist weit und breit kein Wasser. Oder meint ihr, wir hätten irgendwo ganz oben so, fließt da nicht irgendwo Wasser runter? Meint ihr, da hätte man irgendwo Wasser nehmen können? Das müssen wir mal ausprobieren, ob das... Das wäre echt cool, wenn sie sowas einbauen würden, dass man irgendwo da noch so ein... Ne, wenn da irgendwo so ein bisschen Wasser runterläuft, dass man da Wasser rausnehmen kann. Ne? Das wäre super, super interessant. Weil sonst hast du einfach überhaupt keine Möglichkeit. Oder auch Busch, ne? Du kannst in der Base nichts haben. Wenn du wirklich da oben verteidigst, du kannst nur Erde nehmen. Du hast weder Busch, du hast weder Wasser. Vielleicht gibt es auch irgendwo einen Busch da oben. So ein... Also es ist kein direkter Busch, sondern einfach so ein... Am Rand ein Baum oder sowas, ne? Vielleicht zählt das, aber das zählt dann wahrscheinlich eher als Wand. Das ist so ein bisschen definitiv ein Problem. Aber das gehört halt einfach zum Champion dazu. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Droppt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung, was ihr zum Champion haltet. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.